Hallo, liebe Gesundheitsbegeisterten. Heute wollen wir uns mal den Kleinsten zuwenden. Und zwar möchte ich mich heute mal mit der verstopften Nase des Säuglings und des Kindes befassen. Das klingt zuerst mal banal, aber Sie müssen sich klar machen, sobald Ihr Kleines nicht mehr durch die Nase atmen kann, haben wir ein Problem. Was passiert, wenn die Nase verschlossen bleibt? Der Mund geht auf und die Atmung erfolgt durch den Mundraum. Damit haben wir eine Austrocknung der oberen Atemwege, weil die befeuchtende Funktion der Nase als wichtiges Filtration- und Befeuchtungsorgan in der Atmung einfach fehlt. Trocknet die Schleimhaut in den oberen Atemwegen aus, so haben wir den Verlust einer Infektionsbarriere. Jede gut durchfeuchtete Schleimhaut ist in der Lage, Bakterien abzufangen und zeigt ein deutlich erhöhtes Immunaufkommen. Im Gegensatz zur ausgetrockneten Schleimhaut, die sich hier deutlich schwerer tut, Keime, egal welcher Natur, aufzuhalten. Denn nur eine gesunde, gut durchfeuchtete Schleimhaut ist eine optimale Immunbarriere. Deshalb muss es für uns oberstes Ziel sein, die Nase des Kindes offen zu halten, um eben dem Austrocknen vorzubeugen. Denn die Folge des Austrocknens ist das Abrutschen von Infektionen aus dem oberen Atemwegsbereich hin zu den Bronchien. Und dieser medizinisch bezeichnete Etagenwechsel ist was, was eine unkomplizierte Erkältung oftmals zu einer Bronchitis werden lässt. Deshalb möchten wir unbedingt die Nase offen halten, da wird wir diese wichtige Vorbefeuchtung des Halses weiter gewähren können. Hier muss man ganz klar sagen, werden die Nasensprays oftmals auch falsch gesehen und in einem falschen Licht gesehen. Selbstverständlich ist der Gewöhnungseffekt, den solche Nasensprays mit dem Wirkstoff Xylometazolin oder ähnlichen auslösen, nicht von der Hand zu weisen und den wollen wir unbedingt auch nicht haben, denn die Gewöhnung der Schleimhäute an abschwellende Präparate ist was, was nicht gesund ist. Trotzdem muss man sagen, das Offenhalten der Nase kann gerade in Infektionszeiträumen einen ganz, ganz wichtigen therapeutischen Stellenwert entwickeln. Deshalb möchte ich Ihnen heute mal Präparate vorstellen, sowohl wirkstoffhaltiger Natur als auch wirkstofffreier Natur, um das Optimum für die Nase des Säuglings zu erreichen, auch des Kleinkindes zu erreichen, damit wir diesen Etagenwechsel und das Austrocknen des Halses einfach nicht bekommen. Ganz besonders toll sind die neuen Präparate, weil sie alle konservierungsstofffrei sind. Ich habe Ihnen heute mal mitgebracht den Nasivin Sanft Dosiertropfer für Babys. Es ist ein ganz, ganz tolles Wirkpräparat, weil es keine Konservierungsstoffe enthält. Es funktioniert eben auch upside down, das heißt über Kopf auf dem Wickeltisch und so können wir den Säugling optimal versorgen. Wenn Sie das sehen, hier kommt immer nur ein Tropfen raus. Wir haben keinen Sprühstoß wie beim Spray und somit fällt das Erschrecken des Kindes durch diesen kalten Sprühnebel in der Nase weg. Hier haben wir den Wirkstoff mit drin, deshalb achten wir ganz streng auf die Gabe. Es wird nicht öfters als dreimal am Tag gegeben, vor allem zur Nacht ist das Präparat besonders wichtig. Und der Behandlungszeitraum ohne Pause sollte nicht länger sein als eine Woche. Wenn wir es seltener verwenden und wenn wir therapiefreie Tage einbauen können, dann ist diese Woche auch ein bisschen lockerer zu sehen. Aber seien Sie hier lieber zu streng als falsch zu großzügig. Es gibt die ganze Sache dann für die größeren Kinder, die Sprays dann auch schon mögen, eben auch in Sprayform. Wirkstoff ist hier dasselbe. Auch die Anwendungsbeschränkungen sind hier dieselben, da wir dieses Austrocknen und diesen Gewöhnungseffekt wirklich nicht haben wollen. Ein Präparat, was Sie dauernd anwenden können und was sehr, sehr gesund ist für die Kindernase, sind saline Präparate, sprich salzhaltige Präparate. Besonders hervorheben möchte ich hier mal das Produkt der Firma Emser. Den Emser-Dosiertropfer für die Säuglinge, gleiches Dosierbehältnis wie beim Nasivin Sanft, aber hier eine wirkstofffreie Matrix zur Befeuchtung. Allerdings hat das Emser-Salz einen weiteren Vorteil, über den pH-Wert, der leicht im Basischen liegt, wirkt auch dieses Emser-Salz nicht nur durchfeuchtend, es wirkt auch leicht schleimhautabschwellend. Und somit haben wir ohne Wirkstoff hier eine sanfte, natürliche Abschwellung. Da ich selber auch Papa eines kleinen Kindes bin, kann ich Ihnen versichern, dass diese Geschichten, die hier etwas martialisch aussehen, nämlich diese Nasensauger, durchaus auch ihre Daseinsberechtigung haben. Gerade wenn der Schleim recht zäh ist, kann ich hier einmal mit dem Nuck für die größeren Kinder, was nur ein Blasebalg ist, oder auch mit dem Belvital hier was mit einer Mundabsaugung und einem Zwischenbehältnis funktioniert. Sie brauchen keine Sorge haben, Sie verschlucken hier kein Nasensekret Ihres Kindes, ganz, ganz gute Wirkung tun. Des Weiteren möchte ich Ihnen noch ein paar Präparate vorstellen, die sehr, sehr sanft sind und die Schnupfennase ergänzend behandelt werden kann damit. Hier zum Beispiel der Engelwurzbalsam aus der Kempner Bahnhofsapotheke, ein sehr, sehr gutes, pflegendes Präparat, was um die Nase des Säuglings und des Kindes aufgetragen werden kann, was Rötungen rausnimmt und was über den ätherischen Anteil hier auch nochmal eine Abschwellung
und ein besseres Durchatmen für das Kind mit sich bringt. Das Barbix Inhalat ist ein schönes Präparat für Kinder und Kleinkinder, nämlich ein Inhalat ohne Menthol und ohne Kampfer, deshalb anzuwenden, auch schon bei kleinen Kindern. Man kann das auf den Body beim Schlafen tropfen, man kann es auf ein nasses Handtuch tun, was immer eine gute Idee ist beim Schlafen, um die Luftfeuchtigkeit und die Atmung somit in der Nacht zu unterstützen. Der Thymian-Myrte-Balsam wäre hier nochmal zum Auftragen auf die Brust, auch hier über die ätherischen Öle eine befreiende, atmungsfördernde Wirkung. Ich habe Ihnen dann noch zwei homöopathische Präparate mitgegeben, und zwar in Kügelchenform, einmal das Allium Cepa beim wässrigen Fließschnupfen, sehr, sehr gut, was hier das flüssige, klare, weiße Sekret, das durchsichtige, nicht weiße, sondern durchsichtige, transparente Sekret sehr, sehr gut zum Stoppen bringt. Und wenn es zäher wird und fester drin hängt oder auch mal dieser berühmte Faden aus der Kindernase hängt, dann das Allium, das Sambucus nigra für den zäheren Nasenschleim. So haben Sie ein wunderschönes Paket, wo Sie wirklich die Säuglingsnase im Griff haben. Sie können beim Fließschnupfen arbeiten mit dem Allium Cepa, beim Zäheren-Schnupfen mit dem Sambucus nigra. Und ganz, ganz wichtig, achten Sie immer darauf, dass Ihr Kind vor allem über Nacht sehr, sehr gut durch die freie Nase atmen kann. Ich denke, so haben Sie die Sprays und Tropfen mal ganz gut verstanden, auch verstanden, warum es wichtig ist, die Nase offen zu halten. Und ich hoffe, ich kann Ihnen so ein Stückchen Sicherheit mitgeben in der Anwendung von Nasenpräparaten beim Kind. Mein Name ist Dr. Frank Hähnle aus der Brunnenapotheke in Wellenberg. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen eine gesunde und erkältungsfreie Winter- und Herbstsaison. Dankeschön.